Hey Menschen der deutschsprachigen Gesellschaft und herzlich willkommen zur zweiten Folge Undertale. Hui! Erstmal runterfallen und da sehen wir schon den Schalter, was wir von der letzten Folge brauchen. So, erstmal raufklappern, aber ich gehe ja alle Räume durch, damit ich es habe. So, Lucky, ich bin durch ein Loch gefallen und komme nicht zurück. Geh ohne mich weiter. Warte, Geister können schweben, nicht wahr? Na dann. What the hell? Blueky, what is wrong with you? So, erstmal in dieses Loch auch noch fallen. Wir fallen in alle Löcher, die es in der Erde gibt. Also in der Unterwelt, nicht in der Erde. Oh, wieder diese Pseudo-Freunde der Kinder der Nacht. Mit seinen Dance-Moves. Ah! Wee. So, erstmal da rein. Und da ist wieder das Vegetationsgemüse. Das aussieht wie eine Karotte mit hässlichem Gesicht. Ich will meine gesunde Mahlzeit, meine Dame oder mein Herr. Oder beides ist ein Grünzeug. Der erinnert mich. Oh ne, ich habe das Grünzeug vermasselt. Nein, ich habe das Grünzeug vermasselt. Ich bin so dumm. Ist ein Grünzeug. Ja, ich habe das Grünzeug schon. Und jetzt kann ich dich verschonen. Yeah. Warte mal, was steht da? Das ist ein Schild. Oh, die Tür ist kein Ausgang, sondern eine Veränderung der Perspektive. Ja, gut. Was steht da? Wenn du das liest, drücke den blauen Schalter. Da ist kein Schalter. Oder? Wow, mich greift was an. Die Gruppe Lox möchte dir... Hä? Ich hacke nicht herum. Endlich versteht es jemand. Bitte hack nicht auf mich herum. Ich lasse Gnade walten. Nein, Mutti. Mutti hat mir beigebracht, immer freundlich zu sein. Und deshalb hacken wir nicht auf Lotox herum. Endlich versteht es jemand. Aber sie fügen mir derzeit Schmerzen zu. I show mercy to us. Or to you. Ah, da hinten ist was. Ein Schalter drücken. Ja. Du vernimmst einen klaren Klick. Na schön, und wir kommen weiter. So, warte mal, da ist ein Schild. So, Schildi, wenn du das liest, drücke den roten Schalter. Und der ist genau da oben. Und ich werde angegriffen. Die Gasterbrüder. Nein, Spaß. Wie heißen sie nochmal? Einmal der fette Pudding und die Kakerlake. Die tanzende Kakerlake. Um genau zu sein. Das Puddingmonster und die tanzende Kakerlake. So, was willst du erzählen? Wenn du das liest, drücke den grünen Schalter. Ich probier's mal bei dem. Oh nein. Nein, 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 nein. So viele Monster. Gehorche dem Overmind. Au, das sind Todesschmerzen, was die da haben, die beiden. Das ist wirklich... Ist dein Grünzeug. Ich habe mein Grünzeug. Nein, nein. Gott, 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 bitte. Verschone mich. Lalala, sei du selbst. Jetzt ist es das Gemüse. Und die Kakerlake ist gegen mich. Jetzt kämpfe ich es. Ich töte dich, Kakerlake. Dein Schalter drücken. Ja. Oh, das war der grüne Schalter. Da hinten war wahrscheinlich der rote oder blau oder was. Okay. Ich gehe mal da drüben hin. Weil ich kann mir schon denken, wo es darauf geht. So, Froggit. Quack, quack. Nur zwischen uns beiden. Ich sah Tora vor einer Weile hier spazieren gehen. Sie trug einige Lebensmittel mit sich herum. Ich frage nicht nach, wofür sie sind. Wir sind zu schüchtern, um mit ihr zu reden. Quack. Wir. Oh, das dürften die Ruinen sein. Die sind aber sehr schön. So. Jetzt gehen wir hier rauf. Oh je. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Lol. Die packt ihr Telefon aus, ruft mich an und ja.
Ich stehe vor ihr. Wie bist du hierher gekommen, mein Kind? Bist du verletzt? Ich werde dich gesund pflegen. Ich hätte dich nicht so lange alleine lassen sollen. Es war unverantwortlich, dich auf diese Art und Weise zu überraschen. Ich denke, ich kann es wohl nicht länger geheim halten. Komm mit, mein Kind. Der Anblick eines hübschen Hauses inmitten der Ruinen verleiht Entschlossenheit. Ja, wenn er mir Entschlossenheit verleiht, dann bin ich tot. Riechst du das? Überraschung, es ist ein Karamell-Zimtkuchen. Ich dachte mir, wir feiern deine Ankunft. Du wirst während deines Aufenthalts eine schöne Zeit erleben. Deswegen verzichte ich heute Abend auf Schneckenkuchen. Hier, es gibt noch eine weitere Überraschung. Oh no. Das ist es. Okay. Ein Zimmer ganz für dich alleine. Ich hoffe, es gefällt dir. Brennt da etwas an? Fühl dich einfach ganz wie zu Hause. Schnell, rennt, der Kuchen brennt an. Okay. Sieh dir dieses tolle Spielzeug an. Es interessiert dich nicht im geringsten. Na toll. Ein leerer Bildschirmrahmen, er ist sehr staubig. Eine Kiste mit Kinderschuhen in unterschiedlichen Größen. Ah, das bedeutet, dass da schon wer da war. Ich lege mich mal schlafen. Okay, das ist gruselig. Da ist ein Kuchen. Du findest ein Stück Karamellzimtkuchen. Okay, girly. Aber bevor wir hingehen, möchte ich noch die Welt erkunden in diesem Raum, bevor irgendwas passiert. So, in dieser Schublade befindet sich Blumensamen und einige kaputte Buntstifte. Wow, kann ich da rein? Zimmer wird renoviert. Es ist dein Spiegelbild. Wow. Du hast eben meine Mind geblamed. So. Torres Tagebuch. Markierte Einträge lesen. Ja, du liest den Eintrag. Wieso wurde das Skelett entlassen? Weil es nicht mit dem Herzen bei der Sache war. Der Rest der Seite ist voller Witze von ähnlichem Kaliber. Lol. Reißt dir jetzt auch Flachwitze an. Definitiv größer als ein Doppelbett. Ja, definitiv. Es ist ein Enzyklopädie über subterrane Pflanzen. Du riskierst einen Blick. Typha, eine Gruppe Sumpfpflanzen mit braunen, rechteckigen Blüten. Besser bekannt unter dem Namen Rohrkolben. Kann ich das Licht aufdrehen? Du wagst einen Blick. Skandalös! Es ist Torres Sockenschublade. Lol. Es ist Torres Sockenschublade. Skandalös! Aber bevor ich runtergehe, gehe ich in die Küche mal. Oder was das ist. Hallo, Toriel. Ich überfalle jetzt deine Küche und nehme den Kuchen mit. Die Größe des Kuchens schüchtert dich so sehr ein, um ihn zu essen. Ja, moin. Mich schüchtert ihr alle ein. Der Ofen ist wirklich sauber. Toriel benutzt wohl eher Feuermagie. Aus irgendeinem Grund liegt ein Markenschokoriegel im Kühlschrank. Lol. So, Toriel, erzähl mir was über dich. Oh, schon aufgestanden? Ich wollte dich wissen lassen, wie froh ich bin, dass du da bist. Es gibt so viele alte Bücher, die ich mit dir teilen möchte. Ich zeige dir meinen Lieblingsort zum Käfersammeln. Ich habe sogar einen Stundenplan für einen Unterricht hergestellt. Das mag dich jetzt eventuell überraschen, aber ich wollte schon immer eine Lehrerin werden. Ach, vielleicht ist es gar nicht so überraschend. Trotzdem. Ich bin froh, dass du hier lebst. Oh, möchtest du etwas Bestimmtes? Was gibt's denn? Ich möchte gerne gehen. Was meinst du? Das hier ist jetzt dein Zuhause. Möchtest du etwas über das Buch erfahren, das ich lese? Es trägt den Titel 72 Anwendungen für Schnecken. Was meinst du? Ich will auch rausgehen, Toriel. Bitte. Ich fühle mich wie ein Tier. Wie wäre es mit einem Fakt über Schnecken? Wusstest du, dass Schnecken sehr langsam reden?
Ich scherze nur, Schnecken reden nicht. Interessant. Wo ist der Ausgang, Toriel? Ich muss etwas erledigen. Bleib bitte hier. Was hat sie vor? Toriel, bleib stehen! Kann ich da rausgehen? Ja, ich kann noch die Ruinen besichtigen. Toriel, bleib stehen! Ich wage es! Ich renn weg von zu Hause. Nein, Spaß. Du möchtest wissen, wie du nach Hause kommst, nicht wahr? Vor uns liegt das Ende der Ruine. Ein Ausgang, der zum restlichen Untergrund führt. Ich werde ihn zerstören. Niemand wird ja eh wieder hier herauskommen. Nun sei bitte ein braves Kind und geh wieder nach oben. Oh no, Toriel, bleib stehen. So weit wollte ich es gar nicht kommen lassen. Jeden Menschen, den hier runterfällt, trifft das gleiche Schicksal. Ich muss es immer und immer wieder mit ansehen. Sie kommen, sie gehen, sie sterben. Naives Kind, wenn du die Ruine verlässt, werden sie, Asgore, wird dich töten. Ich beschütze dich nur. Verstehst du? Geh in dein Zimmer. Versuche nicht, mich aufzuhalten. Das ist die letzte Warnung. Du möchtest so dringend gehen. Hm? Du bist genau wie die anderen. Es gibt dafür nur eine Lösung. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist, um zu überleben. Oh no, what's happening now? Toriel blockiert den Pfad. Okay, Toriel. Toriel, Analyse. Toriel, what the fuck? Weiß, was für dich am besten ist. Oh shit. Toriel bereitet irgendwas vor. Reden. Dir kommt kein Gesprächsthema in den Sinn. Vielleicht muss ich Mercies zeigen. Show mercy to us. Verschonen. Ja, ich glaube, das hilft. Wow! Tust mir weh, Toriel. Ich esse die Bonbons mal. Alleine ihr Handschlag tut schon weh. Los, Frisk. Oder wer auch immer du bist. Ich glaube, ich habe dich gemarketoft. No. Verschonen? Fragezeichen. Wow. Au, oh, das sind Schmerzen. Ich habe fast keine HP mehr. Dieses Monsterbonbon. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Nein! Puh. Was tust du? Ich mach gar nichts. Ich will dich verschonen. Kämpf oder flieh! Kann ich fliehen? Kann Tori mich umbringen? Ich muss ein Monsterbonbon essen. Also nur mit stehen bleiben ist mir auch nicht geholfen. Was beweist du denn damit? Dass ich der mächtigste Gott bin auf der Welt. Bekämpfe mich oder fliehe. Ich habe Angst, Toriel, bitte. Ich habe nicht mehr viel KP. Hör auf. Toriel, hör du auf. Oh no. Erstmal Spinndonut essen. Schau mich nicht so an. Lol. Geh weg. Oh no. Ihre Angriffe werden schwächer. Seht ihr das? Sie versucht uns gar nicht zu erledigen. Ich weiß, du möchtest nach Hause, aber... Ich bitte dich, geh nach oben. Ich verspreche, dass ich auf dich aufpasse. Oh, sie tut mir so leid. Ich weiß, wir haben nicht viel, aber... Wir können ein gutes Leben führen. Warum magst du es nur so schwer? Bitte, geh nach oben. Bedauernswert, nicht wahr? Nicht einmal ein Kind kann ich retten. Oh no, Tori, I'm so sorry. Aber ich verstehe.
Du wärst hier unten nur unglücklich abgeschnitten von der Außenwelt. Die Ruinen sind wirklich klein, wenn man sich daran gewöhnt. Es wäre nicht richtig, dich hier aufwachsen zu lassen. Meine Erfahrungen, meine Einsamkeit, mein Kummer. Für dich, mein Kind, werde ich sie beiseite legen. Wenn du wirklich die Ruinen verlassen möchtest, werde ich dich nicht aufhalten. Aber wenn du gehst, dann komme bitte nicht zurück. Ich hoffe, du verstehst das. Oh nee, Toriel, I'm so sorry. I love you. Lebe wohl, mein Kind. Warte mal, ich würde mal interessieren, wenn ich Toriel anrufen würde. Kann ich zurückgehen? Ach, scheiß da drauf. Wir gehen einfach weiter. Vielleicht sehen wir jemand Nettes namens Kevin. Kevin, die Topfpflanze. Ja, Toriel, du tust mir so leid. Du bist alleine in der Ruine mit dieser hässlichen Blume, die alle umbringen möchte. Und ich hau... What the hell? Clever. Sehr clever. Du denkst wohl, du bist besonders klug, oder nicht? In dieser Welt gibt es nur Töten oder getötet werden. Du hast es also geschafft, nach deinen Regeln zu spielen. Du hast dein Leben einer einzelnen Person verschont. Hehe, ich wette, du fühlst dich großartig. Diesmal hast du niemanden getötet. Doch was wirst du machen, wenn dir ein eiskalter Mörder begegnet? Du wirst sterben und sterben und wieder sterben, bis du schließlich ermüdest. Was machst du dann? Tötest du aus Frustration oder wirst du diese Welt aufgeben und mir die Macht der Kontrolle überlassen? Ich bin der Prinz für die Zukunft dieser Welt. Keine Sorge, kleiner Herrscher, mein Ziel ist kein Königsmord. Das macht das Ganze so viel interessanter. Du hässliche Blume. Hold on. Ich werde dich so hart kicken. Obwohl, ich mag irgendwie Flowey. Er hat Flair. Wow, Undertale. Lokalisierung. Gamegladiators.de. Von Toby Fox. Toby Fox, du hast eine gute Arbeit gemacht. Das war's jetzt mit Undertale. Viel Spaß. Nicht Spaß. Es geht erst so richtig los mit Undertale. Yeah! Lol. Gibt's keinen Safe Point? Egal. Hm? Im Busch ist eine versteckte Kamera. Lol. Erstmal geradeaus gehen. Der Weg kommt mir irgendwie bekannt vor. Fast so wie bei uns in den Bergen. Ein Ast. Ein harter Ast. Er ist zu schwer, um ihn mitnehmen zu können. Schade. What the fuck? Er ist zerbrochen. Hä? Einfach so zerbrochen. Okay, wir gehen mal weiter. What? War da gerade jemand? Das ist schon ein bisschen creepy. Wir gehen einfach weiter. Wird schon niemand Gefährliches sein, der uns bedrohen kann. Obwohl, Toriel, bitte, nimm mich zurück. Ich war ein artiges Kind, ein braves Kind. Warum? Gott, warum? Nein, Spaß, wir gehen einfach weiter. What the fuck is here happening? Wer hat diesen Pfosten dahin gemacht? Oh no, ich höre Fußstapfen. 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 Ah! Gott! Mensch, weißt du nicht, dass man Fremde grüßt? Dreh dich um und schüttle meine Hand. Okay. Scheiße, wer ist das? Er streckt die Hand aus. What the fuck? Hä? Digga! Der alte Trick mit dem Furzkissen in der Hand kommt immer gut an. Wie auch immer. Du bist noch ein Mensch, nicht wahr? Das ist ja zu komisch. Mein Name ist Sense das Skelett. Eigentlich sollte ich nach Menschen Ausschau halten. Aber, weißt du, ich habe wirklich keine Lust, irgendjemanden zu fangen. Aber mein Bruder Papyrus ist ein absoluter Menschenjagdfanatiker. Hey, wenn mich nicht alles täuscht, steht er dort drüben. Mir kommt eine Idee. Geh durch dieses Tor dort. Ja,
Geh einfach durch. Mein Bruder hat sich beim Abstand verschätzt. Lol. Schnell, versteck dich hinter dieser gelegen platzierenden Lampe. Lol. What the fuck? Was geht ab, Bruder? Du weißt genau, was abgeht, Bruder. Es ist 8 Tage her und du hast noch immer nicht deine Rätsel neu kalibriert. Du hängst nur außerhalb deines Postens herum. Du machst nur überhaupt... Wow, die Lampe anstarren. Die ist wirklich cool. Willst du mal nachsehen? Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Was passiert, wenn ein Mensch hier vorbeikommt? Ich muss bereit sein. Ich möchte es schaffen. Ich werde einen Mensch fangen. Dann werde ich der große Papyrus. All die Dinge kriegen, die ich immer so sehr wünschte. Respekt, Anerkennung. Ich werde endlich der Königsgarde beitreten können. Die Leute werden fragen, ob ich ihr Freund sein möchte. Ich werde morgen in Küssen baden. Vielleicht hilft dir ja diese Lampe. Sans, du bist mir keine Hilfe. Du fauler Knochen. Du hängst nur herum und schindest Zeit. Du wirkst jeden Tag fauler und fauler. Hey, entspann dich. Ich habe heute wirklich sehr hart gearbeitet. Knochenhart. Sans! Komm schon, du lächelst doch. Ja, und ich hasse es, seufzt. Warum muss jemand Großartiges wie ich so viel für ein wenig Anerkennung schuften? Wow, klingt ja nach einem echten Knochenjob. Ich werde mich meinen Rätsel widmen, was ich dir für deine Arbeit rate. Zeig ein wenig mehr Rückgrat. Oh Gott, mein Paris. Hä? Oh, okay, du kannst jetzt herauskommen. Lol. Das ist toll. Kann ich jetzt nochmal mit ihm reden? Du solltest besser gehen. Er kommt bald zurück. Und falls er das tut, musst du dir noch mehr meiner tollen Witze anhören. Lampe. Nur eine Lampe in vertrauter Form. Lol. Hey, warte. Ich will dir ja keine Umstände bereiten, aber weißt du, mein Bruder war in letzter Zeit nicht besonders gut drauf. Er sah noch nie zuvor einen Menschen, also könntest du ihm helfen. Keine Sorge, er ist nicht gefährlich, selbst wenn er es versucht. Vielen Dank im Voraus, ich gehe schon einmal vor. Er geht die falsche Richtung. Die Wohlgeformtheit dieser Lampe erfüllt dich noch immer mit Entschlossenheit. What the fuck? So Leute, auf jeden Fall war es das mit Undertale, der 2. Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Für weitere Folgen abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.